Willkommen zu einer neuen Runde Zero Time Dilemma und ich spare mir mal jegliche Wortwitze. Es ist auch so spannend genug, es könnte die finale Session sein von Zero Time Dilemma. Wir laden mal das Spiel und gucken uns an, wo wir stehen. Letztes Mal sind wir ganz schön weitergekommen, bei 20 Stunden sind wir. Und wir sind letztes Mal vielleicht einiges vorangeschritten. Wir haben... Warum ist das alles grau? So, ich war gerade ein bisschen geschockt, dachte, das ist mein Spielstand kaputt. Sonst sind die besuchten Sachen ja von der Farbe. Aber das ist irgendwie mich an einer besonderen Stelle im Spiel. Das werden wir gleich sehen. Und man sieht ja, die Sachen, die ich noch nicht besucht habe, sind ja mit Fragezeichen. Ich war echt kurz so geschockt. So, was ist hier los? Nee. Alles okay. In der letzten Session haben wir vor allem mal die anderen Abstimmungsergebnisse gemacht. Also beim allerersten... Ausprobieren habe ich ja den Plan verfolgt, dass ich die Abstimmung sozusagen so, na, manipuliere ist falsch, aber so auslege, dass alle drei Teams überleben. Ja, und die restliche Story kann man nicht sagen, dass sie sich jetzt danach entwickelt hat, weil das ja eh immer Story-Fragmente aus verschiedenen Zeitebenen und verschiedenen Parallelwelten sind, wo alle Möglichkeiten ja irgendwie mehr oder minder gleichzeitig stattfinden. Also, aber das war die Voraussetzung für meinen Spieldurchlauf. Und dann kam ich ja irgendwann nicht weiter, war ein bisschen gefrustet. Und dann war meine Idee hier, die Abstimmung anders ablaufen zu lassen, um einzelne Teams sterben zu lassen. Was einmal natürlich fiese Szenen zur Folge hatte, aber auch neue Sachen freigeschaltet hat. Und das war so der Stand. Dann habe ich ein paar von der Szenen gespielt. Auch solche, das mit der Pistole habe ich mehrfach gemacht. Wir haben eine ganz neue Sache festgestellt. Ich habe ja gedacht, zum Beispiel gibt es ja die Sache mit dem Münzwurf. Und ich dachte, dass einfach bestimmte Zufallsereignisse im Spielverlauf festgelegt sind. Zum Beispiel, ob eine Platzpatrone in der Pistole ist oder nicht. Wie es dann aussah, war es aber so. Kriege übrigens heute ein bisschen schlecht Luft. Falls man das hört, tut mir das ein bisschen leid. Bin ein bisschen irgendwie erkältet, ist übertrieben, aber so richtig toll ist es nicht. Nur das eben nebenbei. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte sagen, dass manche Ereignisse, manche Szenen, die ich gespielt habe und wo ich dachte, okay, jetzt da ist eine Platzpatrone drin und das hat jetzt andere Ereignisse zur Folge, das ist halt so. Aber man kann die gleiche Szene einfach nochmal spielen und nochmal spielen und irgendwann ist statt einer Platzpatrone eine richtige Patrone drin. Oder man würfelt Würfel und irgendwann kommt ein anderes Ergebnis. Einfach durch mehrfaches Spielen der Szene. Das ist ein bisschen nicht ganz intuitiv, aber irgendwann kommt man im Spielverlauf darauf, das zu probieren. Und schaltet dadurch neue Szenen frei. Und das haben wir letztes Mal gemacht. Ich wollte mal wissen, so previously on Zero Time Dilemma machen. Witzig ist, dass jetzt irgendwie alles mögliche grau ist. Wir gucken einfach mal in die Übersicht, was hier neu ist. Und man sieht jetzt schon, ich habe nur eine einzige Szene, die ich spielen kann. Das ist jetzt sehr interessant. Und das war auch nochmal, um das nochmal, ich will jetzt nicht ewig alles wiederholen, aber das will ich nochmal eben ansprechen. Jetzt gab es eine... Das letzte war eine Szene, die sehr interessant war, wo sie dann auch ein bisschen drauf kamen, okay, sie haben jetzt mit diesem morphogenetischen Feld und diesem Shift, wie sie es nennen, diese Möglichkeit, das Bewusstsein, dass das in der Zeit und auch zwischen verschiedenen Parallelwelten reist und vielleicht nicht das vollständige Wissen, also das Bewusstsein aus einer Parallelebene wandert nicht nur komplett rüber, und man weiß alles, was das Paralleluniversums ich auch weiß. Aber man hat so Fragmente. Und das hat man bei dem Carlos ganz gut gesehen. Er hatte plötzlich so, dachte ich so, Moment mal, die Szene kommt mir doch bekannt vor. Jetzt passiert doch bestimmt gleich und das. So wie so eine Art Intuition. Aber die nicht einfach nur auf, ja, auf einer Idee beruht oder auf irgendeinem Gefühl, sondern tatsächlich halt auf Ereignissen, die wo in einem anderen Universum wirklich passiert sind. Und... jetzt, diese letzte Szene, um das nochmal einzuläuten, ist, dass sie bewusst zu einer Stelle gereist sind, dadurch, dass sie sich in der Lebensgefahr befanden und dass sie alle drei ihre Kräfte gebündelt haben, sind sie zu einer Stelle gereist aus ihrer eigenen Realität. Und das Interessante ist jetzt, dass sie eigentlich in eine Szene gesprungen sind, wo sie sterben. Das ist die Szene in dem Raum, den man hier sieht, wo diese Ritter diese Gatling Gun im Bauch haben und dann auf die drei schießen. Und sie sterben eigentlich nicht, das sehen, das haben wir auch schon gesehen. Und sie reisen jetzt bewusst zu diesem Zeitpunkt, wo sie eigentlich sterben. Und die anderen zwei sind auch ein bisschen entsetzt, weil sie nicht genau wissen, was das soll. Und wie sich das jetzt abspielt, sehen wir jetzt. Ach, das habe ich alles toll gesagt. Jetzt kann ich mal Luft holen, ich kriege nicht so Luft. Und wir schauen uns das an und dann kann ich ein bisschen die Fresse halten. Also, hier springen wir hin, das kennen wir alles schon. Gab es zwei Events, die Würfel würfeln.
Und wir springen jetzt hier zu dieser Szene, wo uns eigentlich der Tod bevorsteht. Wait, 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 that one doesn't count. Your hand slipped. That was it, right? Yeah, what she said. You wouldn't mind a little do-over, right? Zero? Did it work? But this is... Hurry, Junpei, what was your idea? Right. First. What the hell? Carlos, put Akane in the fireplace. Huh? Just do it! Junpei, what are you... Akane, listen to me. Carlos and I are going to be your shield wall. What? What are you talking about? The bullets shouldn't hit you if there are two bodies in front of you. But if you do that, then you'll... It's okay. Listen, Carlos and I will protect you and die. The fuck? Don't worry, it'll be fine. Before we die, we just need to shift to another history. Once you hear all of the X-passes, Akane, you should follow right away. The X-passes? In this history, five are already dead. Fi's the only other one alive. That means five X-passes will be revealed. If Carlos's and mine are added to that, then there'll be seven. No! Damn it, Junpei! What the hell is this plan? You're going to help, right? God damn it! Please, don't do this! We can't go back now. This is the only way. Where are we jumping? To the history when we rolled the dice and they were all ones. Okay, let's do this then. Let's protect Akane, no matter what. I'm counting on you, Carlos. No! No, 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 no! Jetzt mal schön konzentrieren, damit es auch klappt. Ja, scheint so. Okay. Ich habe ein paar Probleme mit der Konsistenz. Also Konsistenz nicht im Sinne von eine Beschaffenheit, sondern ist das konsistent mit der Logik? Das sind so viele Möglichkeiten, die da reinspielen.
Ich bin ein bisschen. Schauen wir mal weiter. Also, die Idee war jetzt, dass Junpei und Carlos rechtzeitig, bevor sie erschossen werden, in eine andere Zeitlinie, eine andere Parallelwelt reinschiften und sie dann hinterherkommt. Außerdem, dass Akane dann durch ihren Shift 7 X-Passes kennt, wovon man ja eigentlich nur 6 braucht, um rauszukommen. Und dass sie in einer anderen Zeitlinie, wo sie die Einsen würfeln und da nicht sterben, da rauskommen. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich habe da ein paar Fragen, aber vielleicht werden die eh noch beantwortet. Gucken wir mal. Das ist jetzt die Szene, wo sie die Einsen würfeln. Jetzt müsste ich sagen, ich kann keine andere Szene auswählen. Die wird nicht als neu gekennzeichnet, was mich ein bisschen wundert. Aber vielleicht ist einfach das Richtige. Schauen wir mal rein. Ja genau, jetzt können wir von hier nach hier springen. Und möglicherweise halt... Ja, die... Schauen wir mal. What in the world were you thinking? What is your problem? Look, the three of us shifted just fine, so what's the big deal? It's not okay! We did get 7X passes at least. Not you too, Carlos. I can't believe you! You always were like that, weren't you, Junpei? When we were in sixth grade, you faced those rabbit-killing middle school kids alone. There were probably other ways of handling it, but you rushed right in. Even the shifting. It's okay because it worked, but what if I was left behind there? Well, I figured you could escape alone then, or something. But that way of thinking is completely wrong. Being the sole survivor does not make me happy. There's no point in living once you lose the one you care about the most. Akane. I'm sorry. I never meant to ever cause you pain like that. What's that? Well, remember back in elementary school, your dream was to wear a ring on your left hand? So, what's the matter? Junpei? Thank you. Thank you so much. But you know this is my right hand, don't you? Wait, what? Oh, you're right. It looked like the left from my side, so That's just like you, Junpei. Well, we'll move it to the correct finger later. I'll do it officially after we escape from here. I understand. So, until then, I'll leave an empty spot open. It's been put on reserve. Okay, noch kitschiger ging's wohl gerade nicht. Akane, do you remember the X-Passes for Junpei and me? Nee, hat sie vergessen. Yes. Normally, when someone shifts, they forget the memories from the last timeline. But I'm used to it. It's all there. But wait, hold on. Carlos and I remember what happened before, too. Huh.
I think the memories were strengthened due to the resonance effect. Those with the ability to shift... there are three of us here, so... But I wonder why. Why have three shifters gathered in a place like this? Doesn't really seem like a coincidence. True. Even if we really are seeing more shifters in the world, the probability... Wait. The numbers are increasing? Mankind is about to face an unprecedented crisis. As it stands now, we'll lose 6 billion lives. I assume mankind has sensed that and is adapting. Even though it's, in reality, only a small portion. There's no way there are tens of thousands of shifters. Then it's definitely on purpose. But we signed up for DCOM of our own free will. Wait a minute. But maybe we just think that, and in actuality... We did exactly what Zero wanted? It's highly possible. Ah, damn! What is that bastard thinking? Wasn't it because he needed us to shift? Why would that be important? It'll all be over once we get out of here anyway. You're right. We couldn't care less what Zero has planned at this point. We need 6 X-Passes. We know 5 of them already, so... one more. Akane, tell us one of the other X-Passes. It's save. Hey! What the hell? Wait. Is the X-Pass wrong somehow? That can't be! Yeah, let's try the other one, too! Akane! It's dull. What the? No way. But why? X-Passes are sent to their respective histories. X-Passes from alternate timelines are not applicable. What? No! Junpei... Now this is hilarious! How perfect! Why did we even struggle through all of that just now? Those guns turned my body into Swiss cheese. And you're telling me that it was all for nothing? All we did was die in vain?! So, just one person needs to die. What? Just one more person, and Akane and Carlos can... Junpei! You! Wait, Junpei! Hey! Whoa! This doesn't fit in Terminator Q. Junpei! You're... Penalty. You are charged with a rule violation. Alter. That means you must be punished. Punished? Time to exterminate. Exterminate? The fuck? Damn it, he's so strong. Any more of those punches and... This is...
That was Q-Team. What? How? How did I see Q-Team? Doesn't matter. I gotta do something. If I die now, Junpei and Akane. Think. I gotta think. There must be a way. Some way to survive this situation. There has to be. I believe that what you just did was shift, Carlos. That's it! Shift! Ja, na nur. I could shift! Du hast schon tausendmal gemacht. There's no way I'm leaving Junpei and Akane behind. I'll come up with a plan in another history and jump right back. But where do I go? Which history should I jump to? Damn it! I don't have time to think! Then... Okay. Das ist ja krass. Jetzt geht's aber ratzfatz und auch recht linear, was mal ganz interessant ist. Bin gespannt, zu welcher Zeitlinie er jetzt springt. Und wie gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher, dass jetzt mit diesem Zeitlinien hin und her gespringen ist eine ganz schöne Abkehr von dem, was wie das vorher lief, mit den verschiedenen Zeitlinien. Da sie jetzt ja... Ja, egal, wir machen es einfach mal. Ich bin gespannt, wo es uns als nächstes hinführt. Und das sehen wir dann, wenn ich hier das C-Team anklicke, denke ich mal. Geht ja um Carlos.